Well, look at that. Das macht schon wieder ein bisschen mehr Sinn irgendwo. Ah, okay, das funktioniert einfach so. Ich hätte irgendwie gedacht, es wird schwieriger, aber solches Haus, okay. Kann ich mit leben auf jeden Fall. Was geht denn plötzlich mit Horny Simon ab, Alter? Jetzt aber. Ah, komm. Ah, haha, nice. Ja, das war. Oh Gott, das war viel zu knapp. Kann ich das Ding da oben nicht auch irgendwie mitnehmen? Ha, okay. Das ist witzig. Oh, bitte. Und los geht's. Ey, ich kann mich nicht beschweren. Hier sind's gerade 26,5 Grad. Oh mein Gott, es ist so angenehm, Brudi. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe. So ein angenehmes, so eine angenehme Temperatur einfach. Ist es gesellschaftlich nicht voll bad, wenn man einen gut verdienenden Mann ist und mit einer schlecht verdienenden Frau zusammenkommt, dann dürfte ich ja nie eine Beziehung führen.
Weil ich der Schlechtverdienende bin. Ha! Ha, ich habe es gehofft, dass ich da irgendwie rüberkomme. Das hat nicht geklappt. Also zumindest 26 Grad mit dem Wind, den ich hier gerade habe, das ist echt ganz angenehm eigentlich. Kann ich mich echt so nicht beschweren, Mann. Come on, so. Okay, bleiben wir hier drauf. Da komme ich eh nicht rüber. Kann ich da nicht den Käfer gegenfliegen lassen und dann passiert was? Ha, das geht tatsächlich. Mega. Ah, nicht so gut. Jai. Scary, Alter. War da nicht auch so ein Ding drin irgendwie? Okay, auf jeden Fall muss ich da irgendwie rein. I get it. Vielleicht kann ich dich auch noch da hinten schießen und dann passiert da noch irgendwas. Ha. Also ich finde ja ein Zelda cool, das einfach aufgebaut ist wie ein Persona. Gibt's einen Trick, wie man die irgendwie effektiv fangen kann? Kescher Upgrade und nicht so schnell rennen. Wie lahm. Ah, come on, Mädchen. Ah.
Ach, ich muss das Ding da hinten rüberkriegen. Ich kann ja nicht rüberlaufen, oder? Nein, natürlich nicht. Habe ich irgendwas aus AC gelernt? Dass Animal Crossing besseres Spiel ist, was Insektenfang angeht. Das habe ich definitiv mitgenommen. Ah, man muss die... Okay, I get it, was man da machen muss. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Bombe ist. Es ist der Doku-Baum. Punk. No. Und nochmal. Ach. Ich dachte, es würde funktionieren. Okay, ich mache es richtig. Der Ref hat mich geradet. Vielen Dank dafür. Oh, nach 4 Millionen Jahren sind wir auch endlich mal angekommen. Damn, Alter. Das hat viel zu lange gedauert. Ah, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dich trifft man wirklich an den verrücktesten Orten. Aber hör mal, ich habe gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Das hier ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie in alten Schriften schildern. Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen, aber dann gab es eine Explosion. Und das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Dabei wüsste ich nur zu gerne, was sie da gesucht haben. Okay, I get it. Kurz die Situation gescannt. Festgestellt, wir brauchen den Käfer. Und dann wahrscheinlich... Ah, fuck. Na ja, machen wir erstmal das hier. Haha! Die 5 Rubine werde ich mir nicht entgehen lassen. Gute Nacht, Tomasco. Warum mit den Dudes kämpfen, wenn man sie auch einfach mit Bomben erledigen kann? Was halt so viel sicherer und so viel angenehmer ist. Puff. Gefällt mir das Spiel besser als vor 10 Jahren, sehe ich gerade. Keine Ahnung. Ja. Aber auch nur, weil ich jetzt 10 Jahre hatte, um mich darauf mental vorzubereiten, was hier passiert. Daher.
Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Girl, wirklich? Allein die Tatsache, dass plötzlich die fucking Karte grün geworden ist, hätte mir das vielleicht auch verraten. Fucking Surprise einfach. Wie viele Stunden hat das Spiel ungefähr? Das Spiel ist lang. Also, es ist halt wirklich lang. Fuck, warte. Das müssen wir nochmal machen. Das Ding ist, dieses Spiel ist, glaube ich, grindy ohne Ende. Wenn du das tatsächlich auf 100% spielen möchtest, wie ich es vorhabe, ist das halt ein echt langes Spiel. Aber es ist halt, wie gesagt, übelst viel Grinder einfach nur. Und, keine Ahnung, ich rechne damit, dass ich wahrscheinlich so meine 60 Stunden hier dran verbringen werde. Ja. Warum nehme ich so ein Ding mit, Alter? Ich wusste nicht, weil das geht. Mega gut. So. Aha! Let's go! Ich wünschte, der Käfer wäre ein bisschen schneller. Not gonna lie. Geil. Jetzt wäre halt so ein... Schade. So ein Kristall voll gut, der einfach das ganze Land grün macht. Und so wie es vorher war. Das wäre cool. Das wäre cool. So, wir haben auf der Karte, dass da der Punkt ist. Das heißt... Da setze ich gerade einfach mal den Strahl, damit ich weiß, dass ich nach da muss. Ah, nee, warte. Das klappt nicht.
Oh, komm, vielen Dank. Holy shit, dass das geklappt hat. Ah. Okay, süß. Bisschen nutzlos. Auch den ganzen Weg wieder zurückgehen, oder? Keine Abkürzung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man hier machen soll gerade. Also, ich weiß, dass ich nach da soll. Ich hätte einfach langlaufen können, ne? Ich glaube, ich muss Feierabend machen, Alter. Mein Gehirn gibt auf. Mein Brain ist so ein bisschen... Also ist es weniger eine Abkürzung und mehr der eigentliche Weg, den man gehen soll. Wenn dieses Spiel gut wäre, wäre die Lore, die da hinten steht, immer noch hier. Stattdessen dürfen wir jetzt den ganzen fucking Weg nochmal hinlaufen. Ach, come on, dude, ey. Ja, doch noch funktioniert. Halt, das ist ein bisschen cool, da kann ich nicht lügen. Ja, danke für den Sub. Nee, hier waren wir doch gerade, oder? Ah nee, hier war doch richtig, oder?
Wie komme ich darüber? Das war das kleine Problem, was wir hier hatten, dass ich da... dass ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Okay, das macht Sinn. Okay, das macht Sinn. Okay, das macht Sinn. Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Geht's meinem Kater schon besser? Ja, dem geht's wieder gut. Der ist wieder fit und mit dabei. So. Ja, cool. Dann würde ich hier einfach den Break machen. Speichern wir. Und ich calle es quits für heute, weil ich bin einfach übelst kaputt, Mann. Ich bin der most broken dude und mein Gehirn hat auch aufgegeben. Daher, danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war cool und... übermorgen geht's erst weiter. Morgen bin ich leider mit Grillen beschäftigt. Da freue ich mich sehr drauf.